Herzlich willkommen zurück, liebe Gemeinde, zu einer weiteren Runde Odyssey im Auftrag des Königs, dieser Gothic 2 Mod. Ja, und ich werde in dieser Folge jetzt mal die Burg verlassen, worüber ich mich eigentlich gerade wundere. Warum ist denn gerade keine Musik an? Ah, jetzt hört man was, okay. Ja, und wir werden in dieser Folge einfach mal einen kleinen Abstecher machen außerhalb der Burg. Denn ich brauche noch 50 Erfahrungspunkte und ich hoffe einfach mal, dass ich hier so ein paar einfache Blutfliegen finde, denen ich das Leben nehmen kann und die mich ein Level abbringen. Mein erstes Level, aber 2 ist nicht gut, glaube ich. Okay, perfekt. Ja, der Schaden ist durchaus ertragbar. Gott, ich kann halt gar nichts erinnern. Okay, sehr gut, sehr gut. Dich muss ich noch holen. Ist nichts zu holen. Da haben wir es doch. Das erste Level up. Jawohl. So soll's sein. Oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen wieder. Von der Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr prozentual, wenn ich Lebensmittel esse, Lebensenergie zurückbekomme. So wie es in der Otello-Mod der Fall war. Das ist jetzt hier wieder anders. Aber gut, ich werde wohl mehr als genug Zeit haben, mich daran zu gewöhnen. Von daher, werden wir mal sehen. Oh, da unten ist ein Typ. Jäger. Gucken wir jetzt mal an, ob der das überlebt. Parier doch! Ganz ehrlich, wenn der jetzt stirbt, ich gehe runter und loote den. Die Scavenger sehen ein bisschen so aus wie Beißer, von der Textur her, meine ich. Zumindest ist das von hier oben irgendwie so ein bisschen der Fall. Okay, er hat es doch geschafft. Ah, hat es überlebt. Na gut. Langweiliger Kampf. Kleiner Windstoß und die Scavenger wären auch von alleine umgefallen. So. Wenn ich jetzt einmal hier bin, ich nehme gleich mal noch die ganzen Pflänzchen mit. So, ich könnte jetzt theoretisch wieder zurück in die Burg gehen und da weiter questen und machen und so, aber jetzt bin ich einmal rausgegangen und jetzt wäre es auch irgendwie öde, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde. Ich glaube, vielleicht gibt es ein paar unter euch, die jetzt schon erwarten, dass ich jetzt hier draußen mich noch ein bisschen weiter umgucke. Und das möchte ich machen. Ich möchte auch zumindest den Weg ins Dorf finden. Eine Map habe ich ja auch. Ah, okay. Da, wir gehen also nach Osten ist das Tor ausgerichtet und wir gehen nach Südosten runter. Okay. Verstehe, das heißt in die Richtung. In die Richtung liegt das Dorf, alles klar. Also ich gehe davon aus, dass da ein kleines Dorf ist mit so ein paar Häusern und so, das denke ich mal schon. Weil, na, dieser Hafen wird hier nicht um... Oh shit, da sind viele Wölfe. Die kommen jetzt hier nicht hoch, aber die haben eine relativ hohe Aggro-Range, kann das sein? Die Baumstämme mitnehmen? Okay, nur den einen zumindest. Einen Baumstamm konnte ich mitnehmen. Okay. Vielleicht. Ja gut. Vielleicht brauche ich den ja noch für die Quest oder so. Eine Holzverlags habe ich gefunden. Noch ein Baumstamm. Ah, die Holzverlags ist aber keine Waffe in dem Fall. Okay, na gut. Ah, da vorne sehe ich Häuser. Die Burg von hier, also die Burg ist schon ziemlich, die ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Ich hoffe ja auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass wenn ich die Mod weiterspiele, dass wir irgendwann im späteren Verlauf des Spiels nochmal hierher kommen und Athanos irgendwie belagert wird von den Orks und hier unten alles zerstört ist oder mit Orks besetzt ist oder so und man muss sich da irgendwie hochkämpfen und die Jungs kämpfen, also so ein bisschen Miental-Style, Gothic 2, ihr wisst, was ich meine.
dass man da irgendwie reinkommt oder so und dann von innen helfen muss, da wieder auszubrechen oder so Zeug. Das fände ich cool. Mal sehen. Ja, jetzt sind wir hier anscheinend im Dorf angekommen. Das darfst du keinem erzählen. Anna und Dorothee. Hallo Dorothee, wie geht es so? Ach, danke Roland. So weit, so gut. Bist du wegen dem Schiff heruntergekommen? Ja, ich wollte es mir mal ansehen. Ein stattliches Schiff. Nur schade, dass Mabot verboten hat, es zu betreten. Immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass noch Schiffe des Königs die Meere befahren. Ich hatte den Gerüchten schon geglaubt, dass unsere Flotte von den Orks vollständig vernichtet worden wäre. Enos sei Dank, dass dies nicht so ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist aber nett von dir, dass du mich fragst, Roland. Ich stecke nämlich bis zum Hals in Arbeit. So? Aber euer Haus will ich nicht gerade putzen. Wo denkst du hin? Das werde ich schon alleine machen. Aber ich brauche noch etwa 20 Äpfel für meinen Kuchen. Was? So viele Äpfel für einen Kuchen? Naja, es soll ja auch ein ziemlich großer Kuchen werden. Charlotte ist ganz wild auf Apfelkuchen. Na, dann soll Charlotte ihren Kuchen haben. Ich soll wohl die Äpfel von eurem Apfelbaum pflücken, der hinter eurer Scheune steht? Richtig. Aber wo Johann die Leiter wieder hingetan hat, kann ich dir leider nicht sagen. Ist doch kein Problem. Dann frage ich ihn halt. Ach, das habe ich schon selbst getan, Roland. Vor lauter Arbeit weiß mein Mann leider nicht mehr, wo die Leiter steckt. Der Gute wird halt immer vergesslicher. Ja, ja, das Alter. Ich habe es schon manchmal schwer mit ihm. Wie gut, dass mir sowas nicht passieren kann. Tja, was nun? Hast du denn deine Tochter schon gefragt? Natürlich, aber auch sie weiß es nicht. Du wirst die Leiter leider suchen müssen. Aber allzu weit kann sie nicht sein. Okay. Ja, hübsche kleine Quest. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Jutta verkauft hier ihre Sachen. Ist doch nett. Nette Location hier. Also die Location an sich gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. Es ist hübsch und ansehnlich hier. Die leben im Schatten der Burg und so. Schon toll. Die Ritter, die saufen sich hier erstmal ein. Sehr gut. Ah, und das ist der Weg zum Schiff, der verbarrikadiert ist. Das hat, glaube ich, Marbot in der ersten Folge erzählt. Am Ende der ersten Folge haben wir mit ihm gesprochen. Halt! Niemand darf das Schiff betreten, es sei denn, er hätte eine schriftliche Erlaubnis vom Kommandanten Mabot dazu. Ich grüße dich, Bertrand. Kannst du mir sagen, warum niemand auf das Schiff darf? Das weiß ich nicht, Roland. Da musst du schon Mabot oder Oliver fragen. Ich muss aber unbedingt auf das Schiff. Kannst du nicht bei mir vielleicht eine Ausnahme machen? Oh, Junge. Was fällt dir ein? Da könnte ja jeder kommen. Nein, vergiss es, Roland. Und ich warne dich. Jeder, der dem Schiff zu nahe kommt, wird augenblicklich mit unseren Waffen niedergestreckt. Verstanden? Schon gut, ich hab verstanden. Ja, die Frage hätte sich echt sparen können. Ich meine, es ist ja nicht zum ersten Mal ihm jetzt... Oh, die Burg sieht von hier auch echt cool aus, muss ich sagen. Gefällt. Ja gut, die Frage hätte sich auch echt sparen können. Ich meine, wir haben ja schon mit Marbot gesprochen und wir wissen ja, dass wir da nicht drauf können. Ne? Auch klar. So, mal gucken, hier gibt's so eine Leiter. Darf ich die ausbohren? Götz! Hallo Götz. Hallo Roland. Und? Alles ruhig? Klar, die paar Wölfe, die sich hier schon mal rumtreiben, machen mir noch lange keine Angst. Allerdings sollte ich mal wieder mit der Armbrust üben, damit mich keins von den Viechern erwischt. Oh, hast du das Buch? Sag mal Götz, hast du eigentlich das Buch über das Armbrustschießen gelesen? Welches meinst du? Das Grundwissen? Der Schmöker von Prell? Ja, genau das Buch suche ich. Weißt du, wo es ist? Ich habe es vor einiger Zeit nochmal gelesen und dann irgendwo hingelegt. Aber wo? Tja. Vielleicht hast du es ja in deiner Truhe. Nein, da ist es nicht. Das weiß ich ganz genau. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Tut mir leid, Roland, aber mir fällt es einfach nicht ein. Überleg doch mal, Götz. Ich muss das Buch unbedingt haben. Das Buch vom Prell. Bei Innos, wo habe ich es nur gelassen? Na, hoffentlich nicht bei den Lurkern. Da bestimmt nicht. Ich habe es meistens gelesen, wenn ich den Wachdienst auf der Burgmauer hatte. Auf der Burgmauer? Vielleicht liegt es da ja noch. Dann hätte es doch bestimmt jemand gefunden. Aber du kannst es ja mal probieren. Vielleicht liegt es aber auch irgendwo im Burghof, als ich mal Pause gemacht habe. So genau weiß ich das nicht mehr. Was eine Ratte.
Keine Sorge, Götz. Ich rette dich vor der Ratte. Oh. Die nehme ich ja alle gerne mit, muss ich sagen. Die Schafsfelle, die habe ich gerne. So, was haben wir denn hier so? Irgendwas zum Looten? Kleine Sense. Ich speichere mal, weil ich so paranoid bin. Ich denke, dass sie mich vielleicht hier zusammentreten, wenn ich hier irgendwas klaue. Okay, guck mal, die Leiter brauchen wir doch hier nicht. Die ist ja völlig deplatziert. Die kann ich ja mitnehmen zum Apfel. Schon wieder ein von diesen Biestern. Ja, so muss man es den Biestern geben. Ach, er ist das. Das finde ich ja geil. Ja, so muss man es den Biestern geben. Ist ja mega gut. So ganz viel Fisch und Wein. So soll es sein. Das schenke ich mir ein. Die Burg sieht so cool aus. Ich muss sagen, die Burg ist echt gut geworden. Hausdurchsuchung, Hände hoch! Hey. Ja, die kennen sich ja auch alle untereinander auf dieser kleinen Insel, ist das wohl klar. Hallo Fred, was macht der Fischfang? Hallo Roland, na heute brauche ich mich nicht zu beklagen. Ich habe eine ganze Menge Fische aus dem Meer geholt, war heute mal ein Erfolgstag. Aber du bist doch nicht wegen der Fische extra von der Burg hierher runtergelaufen, oder? Du wolltest dir doch bestimmt das Schiff ansehen, um das so viel Tamtam gemacht wird. Ja, deswegen bin ich auch gekommen. Doch sag, inwiefern wird hier viel Tamtam gemacht? Nun, als das Schiff vor Anker gegangen ist, dachte ich mir, dass ich mal hinübergehe und der Besatzung meine Fische anbiete. Da schnauzt mich doch dieser Bertrand an und sagt, dass ich auf dem Schiff nichts zu suchen hätte. Richtig grob wurde der. Jedem wurde ausdrücklich verboten, den Kahn zu betreten. Als ob die eine Seuche an Bord hätten. Würde zu gerne wissen, warum der Zutritt für jedermann verboten wurde. Ich weiß jetzt, warum keiner auf das Schiff darf. Und? Was ist der Grund? Ich bin ganz Ohr. Marbot befürchtet, dass euch die Schiffsbesatzung die Situation auf dem Festland schlimmer als in Wirklichkeit darstellt. Er hat Angst, dass hier eine Panik ausbricht. Aus diesem Grund hat er jedem untersagt, das Schiff zu betreten. Ach so, ich dachte schon, es wäre schlimmer. Allerdings kann man daraus schließen, dass es auf dem Festland wirklich schlimm aussieht. Aber das konnten wir uns ja ohnehin denken. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid. Ich danke dir. Sehr cool, dass wir dafür noch 100 Erfahrungspunkte bekommen. Also es lohnt sich offenbar wirklich hier mit allen Leuten zu sprechen. Also zumindest alle, die einen Namen haben, mit allen zu sprechen und ja, einfach mal Dialoge zu führen und Informationen zu bekommen. So, wo ist denn eigentlich dieser Apfelbaum, den ich abernten sollte? Mit einer Leiter, die man verloren hat. Das finde ich auch seltsam. Eine Leiter und man weiß nicht, wo die Leiter ist, ist auch sehr interessant, muss ich sagen. So, oh, sehr gut. Ich kann die Rüben ernten. Jawoll. Und die Schalotten kann ich auch ernten. Na ne, warte mal. Kann ich nur ansprechen. Hallo Charlotte. Wie geht es dir? Warst du schon unten beim Schiff? Wie? Ach so. Ja, ja, ich war unten. Ist ganz nett. Interessiert mich aber nicht besonders. Wie bitte? Warum denn das? Hast du Probleme? Ach, frag besser nicht, Roland. Im Augenblick fühle ich mich nicht so besonders. Das hört sich ja gar nicht gut an. Ist irgendwas passiert? Na, rede schon. Ach, es ist nichts. Es ist nur zum einen die ganze Arbeit und... Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hörte von deiner Mutter, dass du Apfelkuchen so liebst. Und wie, Roland? Doch leider sind Äpfel teuer. Und an unsere eigenen kommen wir erst dran, wenn die Äpfel vom Baum fallen. Aber dann schmecken sie nicht mehr so gut. Tja, es hilft nichts. Ich muss meinen Vater bitten, dass er eine neue Leiter baut. Aber das wird wohl wieder umsonst sein. Dafür hat er leider nie Zeit. Alles andere ist wichtiger für ihn. Was ist denn mit der alten Leiter? Irgendjemand hat sie verlegt. Jetzt schau mich doch nicht so an, ich weiß bestimmt nicht. Mein Gefühl sagt mir zwar, dass die Leiter vom Baum gar nicht so weit entfernt liegen kann, aber bisher konnte auch ich sie nicht finden. Hm, okay. Warum nimmt man nicht einfach die Leiter aus dem Lagerhaus, die völlig obsolet da drin steht, und nutzt die einfach für den Apfelbau? Oder? Naja, vielleicht finden wir sie ja. Die Charlotte. Jutta. Warte mal. Hallo Roland. Wie geht es dir? Danke, Jutta. Ganz gut. Und wie geht's dir? Mir geht es soweit ganz gut, Roland.
Danke für die Nachfrage. Solange ich von meinem kleinen Warenverkauf hier leben kann, bin ich zufrieden. Und was macht dein Bruder Fred? Ihm geht es auch gut. Er kann jede Menge Fische fangen. Und das reicht ihm. Zeig mir deine Ware. Tut mir leid, Roland. Aber um diese Zeit verkaufe ich keine Waren. Schließlich möchte ich ja auch mal irgendwann Feierabend machen. Aber zwischen 8 und 12 oder zwischen 14 und 18 Uhr kannst du immer gerne zu mir kommen. Okay. Da fällt mir gerade ein, dass ich noch unbedingt 12 Rüben haben muss. Könntest du vielleicht Johann fragen, ob er noch welche für mich hat? Aber sicher, Jutta. Das kann ich gerne für dich machen. Bekommt Johann noch was dafür? Eigentlich nicht, weil Fred ihn dafür Fisch gebracht hat. Aber wenn ja, dann bekommst du es natürlich von mir zurück. Hab ich nicht 12 Rüben schon? Ja, ich hab 12. Hey! Warte mal. Macht gerade Mittagspause wahrscheinlich. Was gibt es so Neues? Da fragst du noch? Sieh doch zum Hafen. Es hat doch endlich wieder einmal ein Schiff hier angelegt. Ich hoffe nur, dass es nicht unseren kleinen Frieden hier zerstören wird. Wieso glaubst du, dass dieses Schiff den Frieden zerstören könnte? Es kommt aus der Hauptstadt Vanguard, die von den Orks belagert wird. Sie brauchen sicher Verstärkung. Und dann? Und dann was? Dann wird ihnen Marbot so viele Männer mitgeben, wie er entbehren kann. Vielleicht bist du dann auch dabei, Roland. Das möchte ich nicht. Ich würde es nicht gerne sehen, wenn dir etwas passiert. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Jutta. Mir würde schon nichts passieren. Außerdem glaube ich nicht, dass Marbot es zulässt, dass wir nach Vanguard gehen. Er hat viel zu viel Angst, dass Athanos ohne Schutz bleibt. Hoffentlich. Aber ich weiß auch, dass du nur zu gerne von hier weg willst. Warum kannst du nicht mit mir und den anderen hier in Frieden leben? Das würde ich schon gerne tun. Doch solange unsere Heimat in Gefahr ist, muss ich sie verteidigen. Außerdem weißt du, dass ich gerne Paladin werden möchte. Ich kann nur einer werden, wenn ich mich im Kampf bewähre. Ach, ihr Männer denkt nur an den Krieg. Ihr solltet lieber an den Frieden denken und die Frauen nicht alleine lassen, die sich um euch Sorgen machen. Also, wenn du das auch den Orks klar machen könntest, hätte ich damit kein Problem. Sehr witzig. Aber von mir aus auch das. Wenn ich damit den Krieg beenden könnte, dann würde ich auch mit den Orks sprechen. Okay, also ich weiß nicht, wie viele Anspielungen oder wie viele Hinweise sie jetzt dafür geben, dass sie scharf hier auf unseren Roland ist, auf unseren Jorgen Roland. Ja, ist verständlich. Aber ich muss halt auch sagen, dieser eine Satz, den er gerade gesagt hat, ich muss meine Heimat verteidigen und so, das hat er ein bisschen übertrieben formuliert, muss ich sagen, so als ob er es nicht wirklich ernst meint, dass er die Heimat verteidigen will. Zumindest kam mir das jetzt irgendwie gerade so rüber, so. Oder es kam irgendwie gerade so rüber, als ob er vor ihr jetzt so den starken Macker markieren möchte. So, ja, ich muss für mein Land kämpfen, ich muss ein Held werden und so. Ja, also, muss ich sagen, fand ich gerade sehr amüsante Dialog. Aber, ja gut, ne, das finde ich halt ist auch gut. Es geht halt auch hier um die kleinen Dinge so ein bisschen, ne. Also, ja, hier, das ist der Apfelbaum, ja. Es geht halt auch so ein bisschen um die kleinen Dinge und, ich sag mal so, das ist ja auch, hier geht's ja um das Leben von einfachen Leuten, ne. Und da gehört es halt auch einfach dazu. Hat hier irgendjemand im Wald jetzt gerufen? Oder bin ich dumm? Ah, schon wieder. Egal. Es gehört ja auch dazu, dann, dass man halt auch so die Probleme der einfachen Leute jetzt sozusagen hört und sich um die kümmert und so. Und das ist ja hier auch der Fall jetzt, ne? Und das passt ganz gut. Oh, das ist ein Lurker. Okay, hier sollte ich nicht rausgehen. Hört ihr dieses Rufen im Hintergrund? Das hört sich komisch an. Hey, Johann. Warte mal. Hallo, Johann. Na, wie sieht es aus? Ah, hallo, Roland. Wie soll es schon aussehen? Immer dieselbe Plackerei. Ich habe es nicht so gut wie ihr Waffenknechte und Paladine des Königs. Den ganzen Tag nur herumstehen. Dazu hätte ich wirklich keine Zeit. Nun, zugegeben. Im Moment haben wir nicht viel zu tun. Aber wenn die Orks kommen, wirst du froh sein, dass wir da sind. Dann zeigen wir Waffenknechte und Paladine, dass wir nicht ganz unnütz sind. Ja, hast ja recht, Roland. Ich wollte euch auch nicht beleidigen. Aber die ganzen Probleme, die ich im Moment habe, machen mich ganz verrückt. Ich muss sagen, der Sprecher gefällt mir auch sehr gut. Der passt wirklich auch gut zum Charakter. Ist bei den anderen auch der Fall, aber bei ihm merkt man es immer besonders. Jutta schickt mich. Sie braucht noch ein paar Rüben. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Für den Fisch. Tja, hier habe ich keine mehr. Am besten gehst du auf das Feld und nimmst dir, was noch da ist.
Oh, hab ich ja schon gemacht. Ich soll für Dorothee Äpfel pflücken. Verstehe. Und jetzt suchst du die Leiter, was? Ich habe aber keine Ahnung, wo sie steckt. Irgendeiner muss sie irgendwo hingelegt haben. Und keiner weiß es, wo sie ist. Es ist zum Verrücktwerden. So? Dorothee meinte aber, dass du die Leiter verlegt hast. Du scheinst wohl etwas vergesslich zu werden, lieber Johann. Was? Hat Dorothy das behauptet? Ja, glaubt sie denn, ich wäre senil? Na, die soll was von mir zu hören bekommen. Eins sage ich dir. Ich habe nicht die Leiter zuletzt in den Fingern gehabt. Ich nicht. Verstanden? Ich möchte nur zu gerne wissen, welche Schlafmütze die Leiter verbummelt hat. Das ist leider so eine Sache, das muss ich mal ganz kurz sagen. Ich habe ja auch für die Mod gesprochen, zum Beispiel den Oliver habe ich ja auch gesprochen. Das ist bestimmt manchen schon aufgefallen. Leider wurde bei den Vorgaben, wie wir die Lines oder die vor allem die Namen lesen sollen, wurde leider nicht gesagt, wie wir die aussprechen sollen. Also es gibt ja viele Namen, wie jetzt zum Beispiel Dorothee, ne? Und der Sprecher hier hat jetzt zum Beispiel Dorothy gesagt, was halt nicht wirklich matcht. Also es passt jetzt hier leider nicht wirklich rein. Also entweder sagt man es halt auf Deutsch oder auf Englisch. Na? Bei dem Saiyan zum Beispiel, da habe ich in der Aufnahme, glaube ich, auch gesagt, Saiyan, da habe ich auch Saiyan gesagt und nicht Saiyan. Alle anderen haben mir Saiyan gesagt anscheinend und ich bin offenbar der Einzige, der Saiyan gesagt hat in den Takes. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das wirkt halt so, als ob ich nicht wirklich mit ihm jemals gesprochen hätte oder nicht weiß, wer das wirklich ist. Aber, ja gut. Es ist eine Kleinigkeit, aber es fällt halt trotzdem auf, finde ich. Es fällt halt trotzdem auf und vor allem, was auffällt, ist, es ist jetzt schon Abend. Und die ganzen Leute sind jetzt hier weg. Aber ich glaube, die Jutta, die hat kein Problem mehr, wenn ich sie abends nochmal besuche. Ich habe, glaube ich, jetzt auch sowieso... Nee, ich habe 17 Äpfel, das ist schlecht. Mist, ich habe leider ich habe 3 Äpfel gegessen oder so. Das ist jetzt richtig dumm. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich die scheiß Äpfel brauche, hätte ich die natürlich nicht gegessen vorher. Hey du. So, da bin ich wieder. Ich habe die Rüben. Sehr schön. Du kannst sie direkt eurem Koch Jonathan geben. Aber da fällt mir ein, dass er noch 2 Dutzend Fische bei mir bestellt hat. Könntest du die Fische bei Fred abholen und ebenfalls Jonathan geben? Ist doch ein Weg. Klar, Jutta. Kann ich machen. Sehr schön. Geld brauchte Jonathan nicht zu geben. Er hat mich schon im Voraus bezahlt. Aber komm ruhig nochmal vorbei. Ich habe dann noch eine Kleinigkeit für dich. Da knistert so laut. Das hört selbst ein Taubei. Das hört selbst ein Blinder, wie es da knistert zwischen Jutta und Roland. Ah, sie hat noch eine Kleinigkeit für uns. Ja, das ist auch so ein smirky Grinsen, hat sie das auch ausgesprochen. Und Jorgenson, natürlich unser Loverboy, hat natürlich ihr die Arbeit abgenommen. Ja, ich habe die Rüben für dich mitgebracht. Das ist schon cool. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Jutta leider nicht lange überleben wird. Aber das ist nur so eine Vermutung. Ich gucke zu viele Serien gerade. So, was haben wir jetzt gerade? Lebensmittelbesorgung. Als Jutta die Rüben geben wollte, bat sie mich nach zum Koch Jonathan zu geben. Zuvor soll ich bei ihrem Bruder Fred noch 2 Dutzend Fische holen. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Freddy. Der wohnt ja anscheinend hier. Also die. Okay. Hey, ist das die Laute vom Oleg? Gib mir die Laute. Jutta hat mich gebeten, 2 Dutzend Fische bei dir abzuholen. Ach ja, die für euren Koch Jonathan. Schau mal bei meinem Boot nach. Da müssten so viele Fische gerade noch rumliegen. Aber halt, dann haben wir ja gar keine Fische mehr für unseren Marktstand. Und soviel ich das verstanden habe, wollten Dorothee und Anna noch jeweils 1,5 Dutzend Fisch von uns haben. Und jetzt? Heißt das etwa, dass ich die Fische jetzt nicht haben kann, oder was? Wie? Doch, doch. Du kannst ja nichts dafür, dass ich das vergessen habe. Nimm sie ruhig. Außerdem haben die Frauen keine gewöhnlichen Fische, sondern Heringe bestellt. Und von diesen habe ich keinen einzigen mehr. Tja, dann musst du wohl heute zum zweiten Mal auf Fischfang gehen. Geht nicht. Ich muss hier noch eine Menge erledigen. Was mache ich nur? Halt. Moment mal, Roland. Könntest du nicht vielleicht für mich die Heringe fangen? Was? Ich soll jetzt deinen Job übernehmen? Hey, schon vergessen? Ich bin Soldat, kein Fischer. Ich weiß, Roland, aber du bist der Einzige, den ich hier fragen kann. Du würdest mir damit wirklich aus einer Notlage helfen. Aber ich habe vom Fischfang überhaupt keine Ahnung. Kein Problem, das ist kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Pass auf. Du schnappst dir das Boot,
wo ich die Fischernetze befestigt habe, und fährst rüber zur Mole-Rat-Insel. Dort gibt es eine Menge Heringe. Ich bin mir sicher, dass du schon eine Menge Fische im Netz hast, bevor du die Insel überhaupt betreten kannst. Am Strand liegen sicher noch genug Fische herum. Tja, und außerdem kannst du dir noch einen feinen Mole-Rat-Braten holen. Ja, ja, schon gut. Ich fahre rüber. Wie viele Fische sollen es denn sein? Also ich denke mal, dass 20 Heringe genügen werden. Was du sonst findest, kannst du gerne behalten. Denn du weißt ja, ich armer Teufel kann dir ansonsten nicht viel geben. Schon gut, Fred. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Danke, Roland. Du bist ein echter Freund. Ach ja, übrigens. Wenn du das Seil vom Boot losmachst, solltest du sofort hineinspringen, sonst schwimmt es womöglich noch ohne dich davon. Ach nee. Hätte ich wirklich nicht gedacht, du Spaßvogel. Okay. Richtig grumpy jetzt noch. Ich überlege, ob ich die Laute aus ihm rausbrühe, dann hätte ich das Problem mit Oleg gelöst. Aber gut, nee, das mache ich nicht. Ich muss die Laute schon finden. Vielleicht, wahrscheinlich ist es auch sogar eine spezielle Laute, die der Oleg haben will. Zur Mole-Rat-Insel. Es ist halt leider Nacht. Da würde ich jetzt nur ungern hier wegsegeln. Wegfahren. Geht's noch zu dem? Ich glaube, wenn ich mit ihm da drüben jetzt noch spreche, dann habe ich, glaube ich, mit allen gesprochen, die hier so rum existieren. Hey du. Hallo Hermann. Wie geht es so? Alles klar? Hallo Roland. Danke für die Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Wo ist denn dein Sohn Klaus? Ich konnte ihn nirgendwo im Dorf finden. Klaus ist noch auf der Jagd, da er für euren Koch Jonathan eine Menge Fleischkeulen besorgen soll. Du findest ihn irgendwo auf der anderen Seite der Insel. Den habe ich, glaube ich, gesehen. Er war der Jäger, der hier sich gegen die ganzen Scavenger durchgesetzt hat. Aber... Wache! Ein Mistvieh weniger. Na gut, du hast hier jetzt selber erledigt, also muss ich jetzt hier nicht eingreifen. Das schenkt ja einen kleinen Heiltrank. Oh, das ist aber nett. Kommt zu unten aus. Ich stell mir gerade vor, wie dieser Innos-Schrein einfach so ein... Ja, kleiner Heiltrank. Heilt 50 Lebenspunkte. Das hat sich gelohnt. Ich stell mir gerade vor, wie der Innos-Schrein so eine Art Getränke-Automat ist, wo einfach so ein Heiltrank unten rausgerollt kommt, wenn man so ein Viertel Dollar reinsteckt. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so witzig finde. Aber das stelle ich mir irgendwie geil vor. Da hatte, ich weiß gar nicht, wer es war, Mist. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Jorgensen, ich glaube Jorgensen war es, der hat dazu einen Sketch gemacht, wie so ein Inhouse-Automat, einfach so ein, Ich habe weder einen Dietrich noch den Schlüssel. So ein Sprachbot ist, mit dem man sich irgendwie über Religion und so unterhalten kann oder irgendwie, so ein Service-Center quasi ist. So ein Telefonservice-Auskunftsgerät. Ich glaube, das war Jorgensen, der mal einen Sketch dazu gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, kann auch Windier gewesen sein. Ich glaube, Jorgensen war es. Das fand ich auch sehr witzig, da muss ich jetzt auch gerade dran denken. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen so Pflanzchen sammeln und so ein bisschen looten. Ich glaube... Ja gut, ich ganz ehrlich, was hindert mich jetzt daran, jetzt hier unten im Dorf zu pennen und dann da halt rauszuschippern, ne? Das ist jetzt kein Problem. Gucken wir mal noch kurz, vielleicht finde ich hier irgendwie durch Zufall jetzt noch die Leiter. Das wäre aber ein bisschen, glaube ich, zu einfach. Ehrlich gesagt, wenn man hier ein bisschen rumläuft und dann die Leiter jetzt findet. Ich glaube, das mit der Leiter wird tatsächlich ein bisschen komplizierter werden, kann ich mir vorstellen. Die wird nicht so einfach hier irgendwo rumliegen jetzt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wer ist er eigentlich hier? Jonas. Hey. Hallo Jonas. Und? Alles in Ordnung? Hallo Roland. Ja, ja. Alles in Ordnung. Aber wen wundert das? Was soll hier auf Atanos schon los sein? Die paar Lurker, die uns hier ein bisschen Ärger machen, sind doch nun wirklich keine Herausforderung, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Aufnahme ist anscheinend schon ein bisschen älter, die ich gemacht habe. Oh je, oh je. Da fragt man sich im Nachgang so ein bisschen. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, seine eigene Stimme irgendwie zu hören. Gerade wenn es hier in so einem Spiel ist. Dann nimmt man das völlig auch komplett anders wahr, glaube ich, als jetzt irgendein Spieler, der mich jetzt gar nicht kennt. Von daher... Schon witzig. So, Charlotte, Dorothee, Johanna, ja gut. Ah, ich würde das hier gerne mitnehmen, alles. Ach, scheiße. Das wäre zu einfach gewesen. Muss ich tagsüber wahrscheinlich mal reingehen. Ich
Die Burg ist echt stabil, muss ich sagen. Die gefällt mir wirklich gut. So, jetzt brauche ich mal kurz... Was habe ich denn hier eigentlich alles? Apfeltabak, doppelter Apfel, Honigtabak, Pilztabak. Junge, was hier für Tabak auf dieser Insel existiert, ist ja Wahnsinn. Na gut, gehen wir mal wieder. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich hier mit allen gesprochen. Erstmal. Wer ist er? Bertrand? Nee, Hubert. Hallo Hubert, alles klar? Wie man es nimmt. Seitdem Marbot mich beauftragt hat, darauf Acht zu geben, dass keine Lurker zu nah an das Dorf herankommen, habe ich jetzt zumindest endlich Ruhe vor ihm. Und das ist schon eine Menge wert. Trotzdem, ein bisschen mehr Abwechslung könnte nicht schaden. In der Regel ist das hier ein eintöniger Job. Tatsächlich? Und die Lurker? Was ist mit denen? Bisher hat sich noch keiner von den Viechern zu nah herangewagt. Dann geh doch ein Stück in den Wald und erlege ein paar zur Abwechslung. Das geht nicht. Marbot hat mir strikt verboten, sowas zu unternehmen. Ich soll unbedingt auf meinen Posten ausharren. Und das werde ich auch tun. Hm. Ist ein guter Soldat. Muss man ihm lassen. So, ich werde mich jetzt mal bei der Jutta mit ins Bettchen legen. Ich glaube, die hat da nichts dagegen. Die hat mir so unmissverständlich viele Signale geschickt, dass sie das gerne hätte. Dann möchte ich ihr doch den Wunsch nachgehen. Sonst sagen Frauen immer so, ich würde ihre Signale nicht verstehen. Ich schlafe mal bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett. Was? Ich dachte, das gefällt dir. Ah, na gut. So, wie spät ist es denn jetzt? 6 Uhr, alles klar. Frühschicht! Oh, guck mal, wie geil das mit dem Sonnenaufgang jetzt aussieht hier. Das wirkt jetzt so ein bisschen... Weißt du, Johann sieht mich jetzt so, wie ich morgens um 6 Uhr aus der Tür von Jutta raustrete. Er denkt sich jetzt so, aha, der Roland und die Jutta also. Eieiei, das ist der nächste Dorftratsch. So ungefähr. Na gut, komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal mit dem Schiff hier auf diese Morrid-Insel schippern. Und versuche das jetzt mal, dass ich da die Heringe fange. Ziemlich viele Fische. 2 Dutzend soll ich, glaube ich, mit hochnehmen, ne? Und die Burg da. Wie viel habe ich denn jetzt? 33, okay, das reicht. Ich glaube, das reicht locker. Aber die Heringe muss ich jetzt noch fangen. So, wie mache ich das jetzt hier? Wie löse ich das jetzt? Ach, das ist ein Schalter, okay. Okay, das ist cool gelöst, muss ich sagen. Ich bin der Kapitän zur See. Ich hab das Patent 1, 2, 3, A, B, C und die 6. Frauen sind mir heilig. Die Yoda, die ist mir heilig. Bin dreimal um die Welt gesegelt. Oder in dem Fall, ich bin dreimal um Atanas gesegelt. Ich war die kleinen Pölle. Die kleinen Pölle vom Fred. Ah, schön. Kann mich auch über so einfachen Kram beamen hier. Ich wette, ich kann dann hier aus den Netzen die Netze wie eine Kiste verwenden, wahrscheinlich hier, wenn ich durch bin. Das Zittern ist halt ein bisschen nervig, aber ich glaube, das geht nicht zu verhindern. Oh, so geht's ein. So geht's einigermaßen. Da unten, ne? Das sind ja so Schiffswracks. Der Walter hat doch erzählt, ne, der Wenzel hat doch erzählt, dass da syrianisches Öl angeblich sein soll. Zumindest hat der Fred mir das erklärt. Vielleicht sollte ich da mal einen Abstecher runter machen. Ich sollte es vielleicht mal probieren. Das hier ist die Mallred-Insel. Das heißt, hier wird es ein paar Mallreds geben, die ich vielleicht auch erlegen kann. Ja, da hinten sehe ich schon eins. Fischfang. Na bitte, der Fischfang ist gar nicht so schwierig. Ja, natürlich, ich bin einfach mit dem Boot hier lang gefahren. Ich habe jetzt nicht geangelt oder so.
Sind wir schon mehr Fisch ins Netz gegangen. Das wird allerdings noch nicht reichen, da Freds 20 Heringe braucht. Am besten sehe ich mich doch auf der Insel um. Vielleicht liegen ja noch ein paar Heringe rum. Was hat sich gerade... Habe ich denn jetzt schon Heringe bekommen, oder? Ich glaube nicht, oder? Doch. Ah, hier sind jetzt die Heringe im Netz quasi. Okay, ich verstehe. Wie viele Heringe habe ich? 20 brauche ich. Ne? Jetzt habe ich... 10. Okay. Schauen wir uns mal auf der Mallred-Insel um. Ach, ich wollte eigentlich das Texturenpaket mal rausnehmen für die Folge. Egal. Thanos Mallred. Okay, offenbar werden da Unterschiede gemacht. Na gut. Aber das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen zu leveln hier. Die Burg hier im Hintergrund so zu sehen, das ist schon cool. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade irgendwie Korana-Vibes. Kennt doch diese kleine Mod Korana-Prolog. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da gerade so Vibes davon, weil die Insel, so die Struktur der Insel erinnert mich auch so ein bisschen daran und so. Das kleine Dörfchen, alles, was auch bei Korana-Prolog drin war. Ich meine, es sieht alles anders aus hier, ne, vom Aufbau, von der Geografie mal, aber so an sich von der... Es fühlt sich irgendwie ein bisschen so an. Ich fühle mich gerade so ein bisschen dahin zurückversetzt. Großartige Mod. Korana Prolog hat echt Spaß gemacht. Ich habe die damals 2015 gespielt. Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist schon 7 Jahre, ey. Oh Mann. 7 Jahre. Ich weiß noch, als ich Korana Prolog gespielt habe, Das war kurz vor der Gamescom damals. Das war kurz vor meiner allerersten Gamescom. Das weiß ich noch. Oh, 2 ist jetzt aber nicht so nett. 2 könnte übel werden, okay. 2015 war ich das erste Mal auf der Gamescom und das war einfach nur absoluter Overwhelming, also. Das war ein wildes Abenteuer. Hat aber auch irgendwie damals was gehabt, muss ich sagen. Ach ja, Mallreds sind dankbare Gegner für den Anfang. Ich bin ja mal gespannt, Jorgensen wird auch höchstwahrscheinlich ein Let's Play zur Odyssey machen. Ich bin mal gespannt, er wird es wahrscheinlich auf schwer oder sehr schwer sogar spielen, so wie ich ihn einschätze. Oder er wird zumindest auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen als ich, also 1 höher wahrscheinlich mindestens. Wenn nicht gar halt sogar auf einem noch höheren Schwierigkeitsgrad, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt hier wirklich durchziehe, also wenn ich jetzt halt wirklich diese ganze Mod durchspiele, dann haben wir ja locker, also ganz locker 300 Folgen wahrscheinlich, wenn so jede Folge eine Stunde geht. Ja, wobei vielleicht nicht 300 Folgen, aber so 200 Folgen mindestens. Plus minus 50 Folgen. Wenn dann jede Folge eine Stunde geht oder so, dann wird da schon ein bisschen Zeit zusammenkommen und da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust, mich durch die Hälfte des Let's Plays irgendwie mit Grinding halt durchzuarbeiten, so wie ich es jetzt in der Othello-Mod hatte, ehrlich gesagt. Da habe ich echt wenig Bock drauf. Deshalb werde ich das hier ganz entspannt auf normal spielen. Ohne jetzt größere, schwerwiegende Probleme im Kampf zu haben. Also es wird Probleme geben. Ich werde auch öfters mal sterben, da bin ich mir sicher. So jetzt zum Beispiel. Aber ich will jetzt hier halt nicht, ich brauche jetzt hier nicht diesen Ultra-Grind, diesen Try-Hard-Modus. Das muss ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht haben. Ich will hier ganz entspannt die Mod erleben, das Spiel an sich erleben, die Story erleben, so die Charaktere erleben. Die wurden ja alle cool vertont auch und so. Und da muss ich jetzt hier nicht den absoluten Pain haben. Ich bin mir schon fast sicher, dass
hier irgendwas zu holen ist in der Höhle. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, erstmal Schlösser knacken lernen. In der Burg oben beim... Ich habe seinen Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine. Den milden Typen. Okay, ich dachte ganz kurz, hier wäre nichts drin, aber zumindest sind hier zwei Flaschen Rum und eine Hornmuschel. Aber es ist doch okay. Besser als gar nichts. Bis jetzt habe ich aber auch noch keinen Fisch gefunden, ne? So, wir müssen uns hier noch ein bisschen weiter umgucken. Ich brauche 20 Heringe. Ich habe jetzt lächerliche 10. Wir werden uns also auf der Insel noch etwas umschauen müssen. Hätte ich aber auch so gemacht. Ach. Guck mal. Heringe. Wahrscheinlich muss ich so ein bisschen ins seichte Gewässer dafür gucken. Guck mal, das gab mir jetzt zumindest... Ah, guck mal. Wir könnten, wenn wir jetzt noch 3-4 Morrits finden, haben wir direkt die nächste Stufe erreicht. Das ist doch super. Ganze Population hier erstmal ausgerottet. Aber ganz ehrlich, je mehr ich mich auf diesem Stückchen Land hier um diese Insel Arzanos bewege, oder auf der Insel Arzanos bewege, desto mehr hätte ich Bock hier zu bleiben. Also ich kann irgendwo verstehen, so Rolands Motiv, ne? Er will Paladin werden, er will große Taten vollbringen und so, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich wäre dafür gar nicht der Typ, glaube ich. Also ich wäre dafür gar nicht der Typ. Ich wäre, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Mit dem Frieden und allem drum und dran wäre ich da sehr, sehr zufrieden und sehr dankbar. Ich wäre wie dieser eine Typ, mit dem ich in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen habe, der so gerne die Nachtschichten schiebt. Ich glaube, das wäre ich, 1:1 dieser Typ, der gerne Nachtschichten schiebt, seine Ruhe hat und so und hier, ehrlich gesagt, nicht weg muss. Ich glaube, so wäre ich wirklich drauf. So, haben wir denn jetzt schon 20? 18 haben wir, okay. Das ist schon hübsch hier, muss ich sagen, das ist schon hübsch. Tja, mir fehlen immer noch 2 Heringe, eher kann ich hier nicht weg. Und ich wollte... Ich kann gar nicht schwimmen, schneller an Land. Oh, ich verliere Lebensenergie, wenn ich schwimme. Schnell, ich saufe ab, Hilfe. Okay. Heißt das, ich muss erstmal lernen zu schwimmen? Okay, dann kann ich mir das mit dem Tauchgang direkt mal sparen. Zu diesem Schiff darunter. Warum kann ich denn nicht schwimmen? Weißt du, er kann lesen, aber er kann nicht schwimmen. Auch interessant. Einem Soldaten würde ich eher zutrauen, dass er schwimmen kann, als zu lesen. Aber gut, vielleicht sind die Soldaten in der mythanischen Armee halt sehr gut educated. Kriegen halt alle eine Ausbildung im Lesen und Schreiben, eine schulische Ausbildung sozusagen. Auch nicht schlecht. Das wäre durchaus ein Grund, glaube ich, für einen einfachen Menschen, für einen einfachen Mann, in die Armee einzutreten, weil er da halt wirklich wertvolle Dinge lernt, neben dem Kämpfen. Lesen und Schreiben kann bestimmt nicht jeder im Reich Mythana. Im Mittelalter war ich schon, also wenn ich jetzt mal das Ganze aufs Mittelalter mal irgendwie rüberbreche, ich habe nur 18 Heringe, das ist echt ärgerlich. Also wenn ich jetzt mal kurz aufs Mittelalter runterbreche und vergleiche, im Mittelalter konnten nicht sehr viele Leute lesen und schreiben. Das war nur den Adligen und den Gelehrten und besonderen Menschen, sag ich jetzt mal, vorbehalten. Vielleicht auch noch den sehr reichen Kaufleuten, wenn es welche gab. Ich muss kurz was trinken, Sekunde. Oh. Ich glaube, eine Mutter hat da vielleicht gesagt zu ihrem Kind, Junge, ich will nicht, dass du zur Armee gehst. Aber wenn die Mutter gewusst hätte, dass ihr Kind bei der Armee oder bei der Stadtwache oder sonst wo lesen und schreiben lernt, hätte die es vielleicht dann überdenkt, so diese Aussage. Wobei ich glaube trotzdem nicht, dass eine Mutter gewollt hätte, dass ihr Kind kämpft oder so. Das ist auch heute nicht so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es Mütter gibt, die sagen, ja, Junge, geh zur Armee.
Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Dass es eine Mutter gibt, die heutzutage sagt, Junge, ich will, dass du zum Bund gehst oder ich will, dass du zur Armee gehst. Das glaube ich nicht. Aber gut, Ausnahmen bestätigen ja vielleicht die Regel. Okay, jetzt brauche ich nur noch einen Hering. Den muss ich ja jetzt hier irgendwo noch finden. Irgendwo brauche ich jetzt hier noch einen Hering. Ich speichere mal ganz kurz. Irgendwo muss ich hier noch einen Hering finden. Weil ich wette mit euch, wenn ich jetzt zurückfahre, dann werden auf der Rückfahrt keine Heringe mehr in meinem Netz sein und dann fehlt mir ein Hering. Und dann muss ich wieder den Weg hierher antreten. Garantiert. Deshalb muss ich jetzt hier nochmal gründlich nach einem Hering gucken. Irgendwo hier muss noch vielleicht einer liegen. Das wäre aber auch witzig so. Die Modder haben so hier 19 Heringe auf der Insel platziert. Und einen vergessen und die Tester haben das nicht gecheckt. Und haben dementsprechend dann auch nicht den Moddern gesagt, ey, hier fehlt noch ein Hering. Ihr müsst noch einen einfügen, sonst kann man die Quest nicht erledigen. Oh. Ja, er geht doch von alleine zurück an dann. Ja, ja, nein, nicht da lang. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Kann ich hier hoch? Okay, gut, kann ich. Na, dann ist ja okay. Tja, ich brauch jetzt noch einen Hering. Ein lausiger Hering. Weil ich sagen muss, diese Insel hier ist mir ein bisschen zu plump. So ein bisschen Vegetation hätte ich mir schon gewünscht, muss ich sagen. Ich sehe keinen Hering mehr. Ah, da vorne könnte einer sein. Doch, ich glaube, ich sehe einen. Ah, oder... Ja, doch, hier liegen noch welche. Och, Gott sei Dank. Nee, das sind nur Muscheln. Oh nein. Ja, doch, hier sind doch. Ja, doch, hier, guck mal. Jetzt haben wir doch 20 Heringe. Perfekt. Jetzt können wir wieder zurück. Wunderbar. Habe ich mich hier offenbar nicht gründlich genug umgesehen. Gut, das ist jetzt ein Problem. Hä, wie bin ich denn vorher zurückgekommen? Ich bin da vorhin auch hier lang. Ja, ja, genau da. Perfekt. Ja, so soll es sein. Okay, gut. Ja, dann werden wir mal Segel setzen, Anker lichten. Ja, dann schippern wir jetzt mal wieder zurück. Ich bin gespannt, aber auf dem Rückweg noch mehr Heringe dann im Fisch haben, also im Netz haben. Aber das muss ich sagen, ist cool. Ich überlege gerade schon, ob ich irgendeine Mod mal gespielt habe, wo man mit einem Schiff irgendwo rübergefahren ist. Ich kann mich auf Anhieb jetzt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Kann ich eigentlich... Warte mal. Nee. Guck mal, man kann schwimmen tatsächlich lernen. Man kann sogar tauchen lernen, okay. Also ich wette mit euch, da unten in den Fracks ist auf jeden Fall noch was. Da ist bestimmt irgendwas versteckt, aber man kommt da jetzt halt noch nicht hin, weil man halt noch nicht schwimmen und tauchen kann. Irgendwas sagt mir auch, dass wir, wenn wir die Insel hier verlassen, wir früher oder später wieder zurückkommen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch im späteren vielleicht Storyverlauf. Wenn der Kriegsfortschritt irgendwie weiter vorangetreten ist, dass die Orks dann auch hier auf Athanos sind und dann halt so Leute wie die Jutta oder den Johann halt alle ermordet haben und vielleicht nur ein paar aus dem Dorf in die Burg hoch geflohen sind und man dann hier um die Jutta trauert und so. Weil die Jutta, die ist ja schon ziemlich scharf auf unseren Roland hier, würde ich behaupten. Die hat das ja mehrfach betont. Nur anders halt ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Mal sehen. So, jetzt erwarte ich aber auch hier, dass wir dafür jetzt ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Ich meine, eine Belohnung kriegen wir wohl nicht, hat er gesagt, aber ein paar Erfahrungspunkte wären jetzt schon ganz toll. Hier so als Fischer zu arbeiten, stelle ich mir auch ehrlich gesagt entspannt vor.
Tja, leider sind keine Fische im Netz, so wie ich es befürchtet habe. Gut, dass ich mich darauf jetzt nicht verlassen habe. Und gut, dass ich da nochmal geguckt habe und jetzt alle Heringe habe. Er betet. Es passt aber auch irgendwie. Hey. Hier, deine Heringe. 20 Stück. Prima, Roland. Ich danke dir. Und war doch gar nicht so schwer, oder? Nee, war wirklich kinderleicht. Siehste, hatte ich dir ja gesagt. Außer die 20 Milliarden Mallrats, die ich da umgelegt habe. Aber gut, haben wir das erledigt. Sehr gut. Jetzt haben wir auch die ganzen Fische, die können wir jetzt hochbringen. Ja, genau. Es ist halt nur noch die... Ach, das ärgert mich so mit den Äpfeln, dass ich... Drei Äpfel, Anfang... Ich glaube, es war sogar am Anfang der letzten... Nee, dieser Folge muss sogar gewesen. Am Anfang dieser Folge habe ich noch drei Äpfel gegessen. Das sind jetzt die Äpfel, die mir gefehlt haben, um hier die Quest zu beenden. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Kann ich mir drei Äpfel von dir kaufen, liebe Yoda? Hey, du. Zeig mir deine Ware. Nee, das wäre auch ein bisschen zu einfach. Schäferhut. 100 Gold, Junge. Okay, das Amulett der Lebenskraft ist schon sehr viel wert, muss ich sagen. Rezept dünne Brotsuppe. Lauch. Ja, ich glaube, die Schwerter jetzt zu verkaufen wird nicht sehr viel bringen. Könnte ich machen, aber... Oh, guck mal, die kleine Sense, die macht sogar, glaube ich, 5 mehr Schaden als unser Schwert, was wir aktuell haben. Ich gehe jetzt erstmal auf 200 Gold. Diese kleine Sense? Tatsächlich. Bessere Waffe als mein Schwert derzeit. Sehr gut. Tja, mir fehlen jetzt 2 Äpfel. Das ist wirklich extrem bitter. Und die Leiter ist halt weg. Bevor ich jetzt wieder hoch zur Burg gehe, ich will jetzt hier nochmal gucken, dass ich jetzt hier auch erstmal soweit alles erledigt habe. Ja, das ist jetzt nur noch die Apfelernte und die Lebensmittelbesorgung. Fren meine Fischbohnen, wenn nur Fische umliegen. Na, hoffentlich habe ich mich da nicht vorher bedient. Doch habe ich, aber ich habe sie zum Glück nicht gegessen. Meine Freundin, die Fischverkäuferin Jutta, bittet mich, beim Bauer Johann nachzufragen, ob er noch 12 Rüben für sie hat. Na klar, mache ich das doch gerne für sie. Das habe ich gemacht. Okay. Ah, ich muss die Rüben und die Fische jetzt zu Jonathan in die Burg bringen. Okay, das können wir machen. Die Sache mit der Apfelernte ist jetzt halt noch offen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, aber gut. Geht jetzt halt nicht anders. Die hatte auch noch was auf dem Herzen, aber diese rückt auch nicht raus mit der Sprache. Da liegt halt ein Apfel, ne? Ich könnte jetzt nochmal in die ganzen Häuser reingehen. Und vielleicht gucken, ob ich da irgendwelche Äpfel klauen kann. um dann auf diese 20 jetzt... Warte, ist das ein Haus oder Eingang hier? Nee, gut, ich dachte gerade. Die Anna, hey, mit der hab ich auch noch nicht gesprochen, glaube ich. Hallo Anna, alles klar bei euch? Aber sicher, Roland. Danke der Nachfrage. Wir können uns nicht beklagen. Hast du dir schon das Schiff im Hafen angesehen? Natürlich. Sowas kommt doch in letzter Zeit nur noch ganz selten vor. Doch ich sage mir, wenn die Schiffe des Königs noch unterwegs sind, dann kann der Krieg auf dem Festland doch nicht so schlimm sein, wie die Leute alle sagen. Oder? Was meinst du, Roland? Ich denke auch, dass die Leute oft übertreiben. Man sollte sich nicht unnötig Sorgen machen. Das war eine gute Antwort. Hast du Sorgen? Naja, nur das Übliche. Aber wenn ich dir das erzähle, lachst du mich nur aus. Boah, ich mach mal ein Guess. Liebeskummer. Warum sollte ich dich auslachen? Weil mich alle anderen auch ausgelacht haben, deshalb. Na komm, sag schon. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht lachen werde. Na schön. Es geht um die Ratten. Ratten? Ja, in der Nähe des Hauses haben sich wieder eine ganze Menge von ihnen versammelt. Die machen mich noch ganz verrückt. Wie bitte? Sag bloß, die machen die Viecher Angst. Na bitte. Jetzt lachst du mich genauso aus wie mein Mann und alle anderen. Aber helfen will mir keiner bei meinem Problem. Ach, hätte ich jetzt bloß doch nichts gesagt. Jetzt beruhige dich. Ich werde dir bei deinem Problem mit den Ratten helfen. Wirklich? Ist das doch wirklich dein Ernst? Na klar doch, wenn ich es sage.
Wo sind die Viecher? Die meisten halten sich auf dem Hügel in der Nähe unseres Hauses auf. Und wo sind die anderen Ratten? Die findest du irgendwo hinter Johanns Scheune. Wahrscheinlich beim alten Apfelbaum. Ich habe mir gerade irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir gerade irgendwie vorgestellt, wie er jetzt so mit so einer Ratte reinkommt auf der Hand und ihr die so ins Gesicht hält. Na klar, werde ich dir helfen. So richtig fies einfach. Aber gut, Rattenjagen. Oh Junge, die sind ja... Oh shit, das sind richtig viele. Aber wir sind zum Glück alle one. Alter, die machen ja richtig Damage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, die töten mich. Ich hoffe, ich hab nicht gespeichert. Perfekt. 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 Okay, bis gleich. So, würde ich sagen, Versuch Nummer 2. Diese Ratten sind echt übel. Ich muss sie versuchen, irgendwie einzeln anzulocken. Das sind richtig, richtig viele, Mann. Ich könnte die auch einfach zu dem Paladin locken, das geht, aber... Ich hätte schon gerne die Erfahrungspunkte irgendwie haben, ne? Ich habe nichts, absolut nichts. Kein Bogen, keine Magie, gar nichts. Das sind richtig viele. Und die machen halt auch richtig Schaden. Boah, stellt euch mal vor, ich würde auf schwer spielen. Da wäre ich ja schon wieder raus. Okay, da sehe ich ganz viele in diesem Schiffswrack. Die kommen alle. Alter. Boah, ich muss weg hier. Dieser Schaden. Der ist ja komplett immens. Okay, kurz was essen. Okay, ich glaube, das ist wirklich die beste Taktik. Einfach schnell rein und ganz schnell versuchen, die umzunieten. Ich glaube, das ist wirklich... beste Möglichkeit und dann, wenn das Leben unter die Hälfte runtergeht, einfach wegrennen erstmal und dann den nächsten Angriff starten. Ich glaube, das ist wirklich die beste Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, anders kriegst du die nicht gekillt, also. Das sind viel zu viele. Es ist nur Plepp, ja, aber der Plepp macht halt richtig Damage. Und ich darf die halt nicht zu nah rankommen lassen. Okay, ich glaube, so war's. Aber ne, krass, die haben mich nur kurz gehittet und schon das halbe Leben weg. Echt krass. Okay, gut. Ich glaube, das war's. Puh, okay. Hä, wo ist sie denn? Okay, wenn sie weg ist, wunderbar. Soll mir recht sein, ich nehme dafür eher den ganzen Kücheninhalt als Dank. Guck mal, die haben sie... Oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt gerade hier niemand zu Hause ist, kann ich den Mist hier klauen mit dem Apfel. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, ist nicht schlimm. Ich habe einen Apfel mehr. Jetzt brauche ich nur noch einen Apfel. Dann habe ich die 20 Äpfel zusammen, Mann. Muss doch irgendwie möglich sein. Hey du. Ich habe die Ratten getötet. Wirklich? Oh, danke. Dann sind also jetzt alle tot... Naja, zumindest die meisten. Ich glaube aber, dass du die nächste Zeit auf jeden Fall Ruhe vor ihnen haben wirst. Ja, diese Viecher sind zäh. Würde zu gerne wissen, wo die alle herkommen. Wahrscheinlich haben die irgendwo unter der Erde ein Nest. Ja, wahrscheinlich. Du hast mir sehr geholfen. Daher sollst du eine Belohnung von mir bekommen. Es ist zwar nicht viel, aber kommt von Herzen. Sag aber bitte nichts davon meinem Mann. Keine Sorge, ich kann schweigen. Was hat er mir denn jetzt gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Hat die mir 50 Gold gegeben? Oh. Aber ja, ganz schön spendabel, die junge Dame. Wahrscheinlich sind es die Goldbestände ihres Manns einfach. Oh Mann.
ja, das Problem mit der Leiter konnte ich jetzt immer noch nicht lösen. Mir fehlt jetzt immer noch ein Apfel. Das ist extrem ärgerlich. Ein Apfel fehlt. Ein Apfel fehlt. Tja. Und ich konnte jetzt auch in keinen Dialogen irgendwie rausfinden, wo ich da welche Leitern noch finde oder Äpfel noch finde oder so. Ich könnte, was ich jetzt nur noch mal machen könnte, ist, ich könnte jetzt noch mal in jedes Haus reingehen. Noch mal gucken, ob irgendwo noch ein Apfel rumliegt, so wie es jetzt bei manchen der Fall war. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, habe ich echt Pech. Dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich vielleicht oben in der Burg noch irgendwo einen Apfel finde. Aber das ist hier überall nicht. Ich glaube, ich war überall, war ich hier schon drin. Das ist... Wobei, ich könnte bei der Jutta noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht gelootet, weil die war ja bis jetzt immer drin gewesen, wenn ich glaube ich da war. Vielleicht habe ich ja Glück. Und hier liegt ein Apfel. Nee, ich glaube, ich habe gelootet hier. Ach Mist, okay, das mit dem einen Apfel, das wird jetzt nichts. Das ist natürlich bitter. Na gut. Oh, aber warte mal, kann ich den Kram hier in der Auslage klauen? Ja, tatsächlich. Gut, naja, wenigstens was. Ja, dann würde ich sagen... Genau das habe ich auch gesagt. Da... Was? Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Warum erfahre ich das erst jetzt? Da sind ein paar falsche Sprachfiles... Warum soll ich mich denn ...reingerutscht von irgendeinem Sprecher, von einem männlichen Sprecher. Das ist natürlich... Das ist natürlich unglücklich. Aber gut. Vielleicht ist die Anna auch ein Transgender. Das könnte auch sein. Und wenn sie mal nicht mit Roland redet, dann holt sie ihre männliche Stimme raus. Naja. Gut. Soll nicht meine Sorge sein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück erstmal in die Burg. Was ärgert mich gerade wirklich, dass ich diesen einen Apfel jetzt hier nicht mehr finde, ne? Also ich wieder. Wer ist er denn hier? Ach, du bist der Johann. Ah, okay, verstehe. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Burg wieder zurück und werden dort dann erstmal. Oh shit. Okay. Ist ein Problem, das schiebe ich mir auf die nächste Folge. Habe ich jetzt keine Lust drauf gerade. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall in der Burg dann nochmal Schlösser knacken lernen. Die Bücher suchen, andere Quests versuchen anzugehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. In der nächsten Folge macht's gut, bleibt gesund. Und ja, macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.